Was halte ich von Mr. Trashpack und seinem YouTube-News-Format? So, Phil, mein lieber Junge, ich muss dir ehrlich sagen, ich will mich entschuldigen, denn bei meiner Bewertung, ich finde, das mit dem von Kamera immer von oben filmen und fotografieren in Bezug auf machen nur Schwuchteln und Mädchen, ja, war wirklich etwas übertrieben. Hätte nicht sein müssen, andere fanden es cool und lustig. Andere vielleicht eher weniger, du zum Beispiel. Ich finde auch, im Nachhinein habe ich übertrieben. Ich sehe die Videos, ich sehe ein neues Video von Mr. Trashpack und denke mir von der Überschrift, ja, da wird oft was versprochen oder was Übertriebenes gesagt, wo dann im Video nicht eingehalten wird. Und sowas kann ich nicht ab. Sowas kann ich einfach nicht ab. Und dann, wenn ich weiß, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden, schaue ich Videos mit Adblocker. Dann rufe ich extra meinen Chrome auf, weil auf Firefox habe ich den gar nicht. Und ich nutze eigentlich nur Firefox. Und ja, Phil an sich, ich kenne ihn privat nicht. Ich habe mit ihm auch noch nie geschrieben. Auch andere große YouTuber, mit denen ich mich verstehe, die verstehen sich mit Trashy auch. Also denke ich mal, man kann durchaus mit ihm reden. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber... Was hältst du davon, dass SpongeBob San Diego sein sollte? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es stellt sich gerade wohl heraus, dass du ein neuer Abonnent bist. Und hier kannst du irgendwo jetzt meine Meinung in einem separaten Video begutachten. Was hältst du von Dorfuchs? Ja, habe ich nicht gekannt. Auf der Berufsoberschule hat uns unsere Mathelehrerin aber ein Video von ihm gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Irgendwelche Formeln oder so. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht vom Falschen. Finde ich cool. Einfallsreich, er ist vielleicht nicht der musikalischste, aber coole Idee und hat meiner Meinung nach dann auch Aufmerksamkeit verdient. Abonniert mich bitte, ich mache die geilsten Videos, nehm dir bitte das Leben und verschwinde von meinem Kanal. Aber du darfst mich trotzdem abonnieren. Nicht deabonniere mich und verpiss dich. Ja, ich zupfe meine Arschhaare jeden Tag, weil ja... Die wachsen so schnell nach. Wahnsinn. Sehr geil. Rasier dich und blamier dich nicht weiter mit deinem Kinderbart. Sieht aus wie Schamhaare, die dir ins Gewicht geklebt hast. Bro. Ich stehe mal ganz kurz auf. Deiner Rechtschreibung nach zu urteilen, denke ich mal, dass du noch ziemlich jung bist. Sorry. Und es gibt elektrische Rasierer. Und ja, wenn du nicht so... seriös wie zum Beispiel Conchita Wurst aussehen willst, gibt es die Option hier. Also hier, wenn man so rasiert, ne, kann man alles abrasieren. Wenn du das draufsteckst, ne, und dann einer der 10 Stufen wählst, rasierst du deinen Bart nur zu einer gewissen Länge ab. Ja? Wenn du aussehen willst wie Bushido, dann machst du Stufe 10, dann kannst du dir auch deine Emo-Haare gleich mehr oder weniger wahrscheinlich nicht mal wegrasieren. Und wenn du nur ein bisschen Bart willst, wenn du jetzt nicht auf Vollbart oder was weiß ich, je nachdem, dann stellst du, sag ich mal, zwischen Stufe 4 und Stufe 6. Ich hoffe, ich hab's dir schön erklärt. Ich bin ein heller Haartyp, ist halt so. Also ich war auch früher... strohblond als Kind, ja, und auch die Barthaare. Ich könnte mir auch meine Barthaare färben, aber meine sexuelle Orientierung ist halt leider immer noch hetero. Tut mir leid. Was hältst du von UGH? ja, dann nehme ich meinen Rasierer mal gleich wieder in die Hand, da kann ich so machen. Meiner Meinung nach war UGH für ganz viele YouTuber nur eine Eigenpromotion, also... Ja, größere YouTuber beschweren sich über Leute, die diskriminiert werden und beleidigt werden. Und das kommt bei den meisten Leuten so gut an. Und wenn ich bei so einer Aktion mitmache, mit einem Hashtag sogar, dann hat das einen Hintergedanken, ja? Ich habe mir gedacht, da gibt es so viele Scheißvideos, so viel Geheuchle. Da machst du ein Video mit deiner Meinung, ja? Viele haben mich angeschrieben... Warum bist du nicht in der Playlist von Mr. Wissen to Go? Ja, das war mir völlig klar, dass ich das nicht bin, weil ich nicht die Meinung gesagt habe, vertreten habe, was die Leute eigentlich hören sollen zu dieser Aktion. Eigentlich hätte ich sagen sollen, ja, oh, arme Leute und ja, Rassismus passiert gar nicht im Alltag und wenn es passiert, ist das natürlich sehr schade.
Ich habe meine Meinung gesagt. Ich habe auch gesagt, was ich scheiße finde. Kam natürlich für den neutralen Zuschauer natürlich auch nicht unbedingt gut. Das Video von Mirko fand ich wirklich gut. Das war halt einfach ein Faktencheck. Das war nicht seine eigene Meinung. Aber viele machen sich dann einfach drüber lustig oder sagen, oh böse, alle die Pegida unterstützen, sind dumm. Die verallgemeinern das und ziehen es einfach nur ins Lächerliche, ins Lustige und was weiß ich nicht alles. Und ist das im Endeffekt auch nicht Hass? Der größte Fail im Januar, würde ich eigentlich sagen. Mirko, super Video. Auch andere haben gute Videos gemacht, will ich gar nicht sagen. Deli Knödel habe ich auch gesehen. Fand ich gut zum Beispiel. Aber ganz, ganz viele andere. Geheuchle, Scheiße. Überhaupt nicht die eigene Meinung vertreten. Und man hat bestimmt auch noch nie in seinem Leben irgendeinen Negerwitz erzählt oder so. Einfach nur ganz schlimmes Geheuchle. Finde ich schrecklich. Kennst du Schizophrenic Blog? Und ja, wie findest du seine Videos? Es gab ja mal eine YouTube-Bewertung über ihn. Und ein Versus-Video. Schizophrenic Blog ist nicht meins, ist halt einfach so. Auch er verarscht teilweise Leute meiner Meinung nach. Er hat ja irgendeinen Zweit-Channel gemacht, wo er gesagt hat, ja, ich will was Neues probieren und so. Und dann macht er im Endeffekt nur auf Bild überzogene Überschriften, Videotitel und ich weiß nicht. Ich werde nicht warm mit ihm. Ich habe mir auch mal zwischendurch mal wieder ein, zwei Videos gegeben und habe mal gedacht, nicht meins. Es ist halt einfach so, wirklich. Damals wurde er ja bekannt durch Julians Blog. Jetzt schweigt er ihn mittlerweile tot, hat ihn ja zuvor auch gehatet und alles. Ich weiß nicht. Er steht aufs YouTube-Money. Ganz ehrlich, ist meine Meinung. Wer mag es ihm verübeln, ist halt auch dann so. Ich sage ja so oft, kann sein, dass er privat ein super Typ ist. YouTube interessiert er mich einfach nicht. Also, Lion TV und Daggy B. Rasierer. Stellt euch mal vor, das wäre eine Knarre. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich drauf gekommen wäre. Ernstling und Gronkh. Ernstling gab es eine YouTube-Bewertung. Der Max ist schon cool und Gronkh. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie was zu Gronkh, glaube ich, direkt gesagt, okay? Primäre. Gronkh geht in Ordnung. Ich finde Gronkh tatsächlich, da werden mir viele widersprechen, authentisch, ehrlich. Gronkh, wenn ich Let's Play schaue, und das kommt im Jahr zwei oder dreimal vor. Also ich habe von Gronkh, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei verschiedene Let's Plays angeschaut. Natürlich auch nicht alle Folgen, mache ich halt nicht. Gronkh ist cool. Julians Blog, Trending Robin, Magic Bieber, Prince Dummler und Clickzoom. Okay, hört sich interessant an. Julian muss man, denke ich, nicht mehr so großartig durchkauen. Also klar, er macht seine alten Videos nicht mehr. Er macht es überwiegend, glaube ich, auch nur noch wegen dem Geld. Also wenn JBB nicht läuft, dann macht er halt normale Videos, weil, kann ich verstehen, braucht man ja Geldeinnahmen, weil sonst hätte er, wann läuft das JBB mittlerweile nicht? 3-4 Monate, wenn überhaupt. Dann hat er dann Leerlauf und er macht trotzdem während des JBBs halt trotzdem jede Woche eine Analyse. Ich verstehe auch, dass er beschäftigt ist. Man könnte trotzdem irgendwie zwischendurch auf dem normalen Kanal mal wieder ein Video bringen, wenn man darauf Bock hat. Aber so kommt es rüber, ja, JBB vorbei. Moment, muss ich überbrücken, wegen Geld, blöd gesagt. Ich glaube nicht, dass es einfach nur noch aus Spaß macht. Und dann kommt da Seelsorge oder irgendetwas. Finde ich schade. Julians Videos schaue ich gerne. Ist halt so. Trending Robin denkt mittlerweile, er wäre Ben Lexer. Finde ich ziemlich traurig und mehr will ich dazu nicht sagen. Magic Bieber habe ich fast schon wieder vergessen. Will ich gar nicht mehr auf seinen Kanal schauen. Also. Prince Dummler, ich habe mit ihm teilweise mal geschrieben. Geht in Ordnung, der Junge, privat. Rappt, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Habe lange nichts mehr von ihm gehört. Ziel erreicht, ja. Und Clickzoom habe ich ja schon erwähnt. Der gute Rentilor. 4 Kommentare. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich jetzt nicht alle beantworte. Formate, die ich in Zukunft machen will, habe ich keine grobe Idee zu einem neuen Format. Bin ich ehrlich. Es kann sein, dass ich sage, ey, cool, dies und das ist mir jetzt eingefallen. Mache ich ein komplett neues Format. Das ist bei mir immer spontan. Es gibt kein Format, wo ich sage, ja, das nehme ich jetzt dann irgendwann auf. Dazu mache ich Videos.
Ich habe aktuell wieder 20 Videoideen und die arbeite ich dann sehr oft überhaupt nicht ab, weil mir dann spontan was anderes einfällt, wo ich mir denke, da willst du jetzt zeitnah ein Video machen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ist bei mir so. Julians Blog-Community, ja, ist halt so, ne? Viele junge Leute interessieren sich für Rap, kann man nichts machen und manche sind mit 13 schon so reif und checken was und manche sind mit 13 doof und wahrscheinlich mit 30 auch noch. Ist so. Zu sagen, das ist nur die Julians Blog-Community, wäre vielleicht ein bisschen lächerlich. Ich empfehle euch zum Beispiel mein Video Die Lochi-Theorie. Ja, da gibt es so viele Kommentare, die lösche ich auch nicht, weil ich finde die geil, lustig und unterhaltsam, ja. Deswegen habe ich auch nichts gegen 13-Jährige. Wie gesagt, es gibt durchaus 13-Jährige, die sehr reif sind und auch anderweitig schon YouTube-Videos machen. Aber teilweise, wenn man 10 oder so ist, kann man wahrscheinlich dann doch eher über einen Kamm scheren. So Leute, ich habe dann mehr oder weniger mal ganz viele Kommentare kommentiert. Oh Gott, ich habe Kommentare kommentiert gesagt. AIDS, 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 AIDS. Nee, im Ernst. Also, ich habe euch die Meinung gegeben in vielen Aspekten und Themen. Einige nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht tausendmal sagen will, interessiert mich nicht oder will ich nichts dazu sagen. Ja, und sonst würde das Video ja auch 5 Jahre gehen oder ich müsste 10.000 Parts machen, will ich ja auch nicht. Das war meine Meinung 2015. Es wird weitere Alchibi-Folgen geben. Also, falls ihr trotzdem jetzt diese Chance verpasst habt, könnt ihr trotzdem wieder in die Kommentare schreiben: Alchibi, was ist deine Meinung zu? Bla bla bla. Muss ja auch bei Alchibi nicht unbedingt etwas über YouTube sein. Ihr könnt sonst irgendeine Meinung zu irgendeinem Weltgeschehen erfragen. Und das wäre auch in Ordnung. Alchibi, andere Videos werden irgendwo jetzt auch noch eingeblendet. Und ja, danke fürs Zuschauen, danke für die Geduld. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es dann heißt, sage ich euch noch nicht. Da kommt was auf euch zu. Ich denke, das kommt als nächstes. Es kann sein, dass sich wieder kurzfristig ändert, wie es bei mir ganz normal ist, aber abwarten. Und bevor ich meinen Rasierer jetzt kaputt mache, beenden wir das Video wirklich. Ganz schlimm bei mir, ganz schlimm. Das kann ich im Übrigen sehr gut. Da habe ich ein Gefühl dafür. Sowas fällt mir nicht runter.